Von Mats Gitarrenkurse und heute wollen wir uns den dritten Teil von unserer Fingerübung klingonisch anschauen. Dazu hole ich die Kamera ran und dann bis gleich. Also, wir hatten Variante 1 mit Zeige- und Mittelfinger auf der A- und der D-Seite, also 5. Bund, Zeigefinger A-Seite, Mittelfinger 6. Bund, D, Ringfinger 7. Bund G und kleiner Finger 8. Bund G. Das heißt A und D Seite anschlagen und tauschen. Machen wir das noch 2-3 Mal so. Erstmal diese Variante. Ringfinger getauscht und jetzt eben Zeige und Ringfinger wechseln die Seite. Versucht möglichst locker zu sein, insbesondere im Daumen. Ja, ich weiß, das ist schwierig am Anfang. Gehen wir wieder in unsere Ausgangsposition zurück und jetzt tauschen der Mittel- und der kleine Finger die Seite. Also kleiner Finger geht in den 8. Bund auf die D-Seite und der Mittelfinger in den 6. Bund auf die B-Seite. Und jetzt schlagen wir wieder A und D an und Zeige und Kleiner tauschen und Mittel und Ring. Wieder Zeige und Kleiner und wieder Mittel und Ring. Und wieder Zeige und Kleiner. Und versuchen den Daumen zu entspannen, den Druck möglichst rauszunehmen. Ich weiß, dass das nicht so einfach ist, aber versucht es immer wieder. Ja, versucht den Druck eher aus den Fingern zu nehmen sozusagen, also dass der Druck von den Fingern herkommt und nicht so sehr aus einer Druck- und Gegendruck-Aktion sozusagen von Daumen und Fingern. Und versucht wirklich nur die Finger zu bewegen, also nicht die Hand oder irgendwas, sondern wirklich nur die Finger. Ich hoffe, dass diese dritte Variante der Klingonisch-Übung soweit jetzt klar geworden ist. Auch da wieder, lass dir Zeit, das braucht Zeit. Und auf der anderen Seite, wenn du es regelmäßig tust, wirst du merken, wie deine Finger beweglicher werden, wie sie auch direkter ansprechen auf einen Befehl vom Gehirn sozusagen. Das ist eine ganz, ganz wichtige und ganz zentrale Übung, die mir extrem viel geholfen hat. Falls das Video gefallen hat, gib mir den Daumen hoch, abonniere meinen YouTube-Kanal, schau dich ein bisschen auf meinem Kanal um, da gibt es noch jede Menge andere Videos zu entdecken. Wenn du einen kompetenten Lehrer suchst, ich unterrichte jetzt so seit knapp 30 Jahren und kann eigentlich jedem auf seinem gitarristischen Weg weiterhelfen. Weitere Informationen dazu findest du auf meiner Homepage www.mats-gitarren-kurse.de oder komm auf meiner Facebook- oder Twitter-Seite vorbei. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Und tschüss.